Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Es handelt sich um eine Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Anaida ist die mediale Name. Liebe Anaida, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Horoskop, dein Geburtshoroskop-Analyse. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Erstmal möchte ich erklären, was bedeutet ein Geburtshoroskop. Wir Menschen haben eine Seele und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und unsere Seele ist unsterblich. Unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, hat aber die volle Bewusstsein, die Erinnerungen oder sogar die Gefühle und unsere Seele kehrt zurück zum Gott. Gott bestraft uns nicht, sondern die Seele muss etwas betrachten. Wie war das hier auf die Erde? Wenn die Seele glücklich ist, fühlt sich befreit, kommt zu dieser Leichtigkeit, dann hat sich von der Seelenreise, was man Karma nennt, befreit. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt immer auf uns selbst zurück. Das ist ein Gesetz, das ist die göttliche Gerechtigkeit. Natürlich muss die Seele das auch ausgleichen. Es ist aber keine Strafe Gottes, sondern das ist die Gerechtigkeit. Und solange, bis das nicht gelöst ist, die Seele macht immer wieder eine Seelenreise. Und die Seele wählt ein Schicksal aus. Und ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, und das ist unser Tod. Und diesen Weg gehen wir. Unsere Seele kennt diesen Weg. Die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr kennen das auch noch. Und dann geht das alles in unserem Unbewussten. Dieser Schicksalsweg, all das, was auch in früheren Leben passierte, ist alles niedergeschrieben in Akasha-Chronik. Und diese Akasha-Chronik, dieses geheimnisvolle Buch über unseren Schicksalswegen, existiert im Himmel. Also wir haben dieses Schicksal, was die Seele ausgesucht hat. Es ist nicht immer das schönste Lebensweg, aber die Seele braucht es. Und unsere Seele weiß das ganz genau. Und wir haben einen Plan. Und das zeigen die Sterne über uns in dem Moment, wo wir geboren sind, in diesem Augenblick, wann wir geboren sind. Und das ist dieser Plan. Das ist die Geburtshoroskop. Hier steht unserem Leben, unserem Schicksalsweg, all das, was die Seele ausgesucht hat. Und ich nenne diesen Weg als goldenen Weg. Wir haben aber die Freiheit, diese Freiheit selbst, unserem Schicksal in Hand zu nehmen, selbst Entscheidungen zu treffen. Und wie oft treffen wir falsche Entscheidungen? Wir verlassen immer wieder mal diesen goldenen Weg.
Dann kommen natürlich Einflüsse von außen, auch Einflüsse von Sternen, weil die bewegen sie sich. Die Planeten heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese beweglichen Sternen, also die Planeten und Sonne und Mond, löst etwas aus und versucht uns immer wieder auf dem richtigen Weg, auf diesem goldenen Weg zu lenken. Wenn wir klug sind, dann hören wir auf unsere inneren Stimmen oder unseren Träumen, weil das ist die Sprache der Seele, nicht alle einzelnen Traum, weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Und diese Träume vergessen wir auch. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber es gibt Träume, was wir nicht vergessen, erzählt eine Geschichte. Das ist die Sprache der Seele. So kommuniziert die Sprache mit uns. Natürlich gibt es auch Begegnungen mit anderen Seelen, besonders in die Liebe, Partnerschaft, diese karmischen Verbindungen, wo dann die Seelen sogar telepathisch miteinander verbunden sind. Also so kann man das verstehen, was ist ein Geburtshoroskop. Und jetzt möchte ich dir das auch hier erklären. Ich zeige das bildhaft, dann kann ich das näher bringen. Es sind 12 Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich beschreibt deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und so bist du wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich sind die Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung und Finanzen. Der dritte Lebensbereich sind die Kontakte über Internet, die Kommunikation, dieser Austausch, Handlungen, Schulungen, Verbindungen, kleinere Veränderungen, zeigt auch Verwandte, Nachbarn, Bekannten und kleineren Reisen. Dann erreichen wir den tiefsten Punkt des Horoskopes und ich vergleiche das immer mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Und das bedeutet, hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das ist unserem Ahnen, unserem Herkunft, unseren Traditionen. Später bedeutet es unseren vier Wände, unserem eigenen Zuhause. Und das ist die Basis, das ist die Fundament. Das gibt uns die Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen und hier kann man alles wachsen und dehnen. Und das ist der vierte Lebensbereich. Dann erreichen wir den fünften Lebensbereich. Hier handelt es sich um unsere Kinder, Enkelkinder, aber auch wie haben wir die Kindheit erlebt. Und hier liegt die schöpferische Kraft, unserem Leben gestalten nach unserem Geschmack. Und so wie die Kinder spielerisch, hier kommt die Lebensfreude in Ausdruck. Der sechste Lebensbereich ist unseren Pflichten, unserer Arbeit und Gesundheit. Mehr die körperliche Gesundheitszustand. Die seelische liegt gegenüber hier im 12. Lebensbereich. Oder die seelische Ursache für Krankheiten, aber hier mehr die Krankheit, die körperliche. Der siebte Lebensbereich ist die Partnerschaft, Ehe, aber auch geschäftlichen Verbindungen. Hier die siebte Lebensbereich. Die achte Lebensbereich ist die Transformation und Wandlung. Und das hat mit Pluto-Energie etwas zu tun, also steht auch zum Sexualenergie, aber bedeutet auch Finanzen, Investitionen, das Geld, was man erbt oder das Geld von Partner. Das liegt auch im zweiten
gegenüber. Also hat auch mit Erbschaften und auch mit Ämtern auch etwas zu tun. Die neunte Lebensbereich ist eine große Reise. Das ist Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprachen, bedeutet aber die Suche nach Gott, die Suche des Sinn des Lebens, also gibt es auch religiöse Themen oder eine hohe Bildung. Dann erreichen wir den höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist das Höchste, was man erreichen kann. Hier liegt auch die Berufung, aber zeigt auch, wie erreichen wir unsere Ziele. Und hier bekommen wir Anerkennung. Die 11. Lebensbereich liegen unseren Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte. Die 12. Lebensbereich liegen die Geheimnisse, auch die psychische Ursache für Krankheiten. Und hier ist alles, was im Geheimen, im Verborgenen passiert, aber bedeutet auch die geheime Feinde. So sind die Lebensbereiche. Jeder Lebensbereich hat ein Tor. Ich nenne das immer als geheime Tor. Und wir schauen an, welche Tierkreiszeichen öffnet dieses Tor, weil das hat einen Einfluss auf diesen einzelnen Lebensbereichen. Aber bevor ich starte, möchte ich diese Engel auch erwähnen, weil das ist nach deinem Geburtstag dein Schutzengel. Und dieser Schutzengel sagt die Kabbala, also die Kabbala bestimmt das, das ist ein System, das ist eine Ordnung und ordnet die Engel. Und das ist Engel Harachel. Engel Harachel ist dein Schutzengel. Das wurde dir zugeteilt in dein Geburt. Engel Harachel, die alle Dinge kennt und sieht. Es ist eine Heilkraft. Engel, die Fruchtbarkeit stärkt unseren geistigen Klarheit, gibt uns Kraft, den Alltag zu bewältigen, steht für Gute, Schöne und steht für die Wahrheit, schützt uns vor Verlust und zeigt uns, wie wir zum Leichtigkeit kommen. Und jetzt schauen wir die einzelnen Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, dein erster Atemzug ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna oder im westlichen Astrologie nennt man Aszendent. Die Tierkreiszeichen Löwe war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben und beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich öffnet sich dieses Tor mit Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich ist das sehr bescheiden, was um Geld geht, aber auch neigt dazu, bei Selbstwertgefühl dir zum Flüstern, oh sei bescheiden, sei eher zurückhaltend. Aber mit Löwe Aszendent geht das nicht, weil die Löwe stellt sich im Mittelpunkt und das entspricht deiner Persönlichkeit. Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit Waage. Der vierte Lebensbereich, und das ist die Basis, das ist die Fundament, öffnet sich mit Tierkreiszeichen Skorpion. Zeigt hier eine gewisse Wandlung und zeigt deine inneren Kraft. Das ist Pluto-Energie im Skorpion und das heißt, das ist deine Basis. Auf das kannst du bauen, auf deine Überzeugungskraft, deine inneren Kraft. Der fünfte Lebensbereich
öffnet sich mit Schütze. Das kann ein Hinweis sein, dass du liebst Reisen und liebst auch die Bewegung, schnelle Autos oder Sport. Die sechste Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock. In früheren Jahren oder in erster Lebenshälfte Schwierigkeiten im Arbeitsplatz, im zweiten Lebenshälfte wird besser. Und jetzt ist ein ganz interessanter Bereich. Schau mal das an. Das ist dein Geburtsmoment, dein erster Atemzug. Und gegenüber liegt ein Spiegel. Und in diesem Moment, wo wir geboren sind, als Neugeborenen, in diesem Augenblick schauen wir in diesen Spiegel. Und was sehen wir? Unseren Seelenpartner. Bei Männern natürlich die Seelenpartnerin. Und ich bin überzeugt davon, dass die Kinder bis dritte Lebensjahr haben noch diese Erinnerung. Nachher geht das in Unbewussten, aber unserem Seele weiß das ganz genau. Hier in diesem Spiegel ist der Seelenpartner und öffnet die Tür zum Partnerschaft mit Tierkreiszeichen Wassermann. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Die neunte Lebensbereich mit Tierkreiszeichen Widder. Und ganz oben im höchsten Punkt des Horoskopes, und das hat auch eine Bedeutung, da ist Stier. Und das zeigt deine Berufung. Der Stier hat einen Einfluss von Venus. Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Stier. Das hat mit gutem Geschmack was zu tun. Eine kreative Arbeit. Hat mit Finanzen aber auch was zu tun, weil die Stier steht für Geld. Also mit im Finanzbereich zum Arbeiten oder etwas Kreatives. Die 11. Lebensbereich öffnet sich diese Tor mit Tierkreiszeichen Zwillinge und die Geheimnisse öffnet sich mit Tierkreiszeichen Krebs. Und es ist so, du kannst jeden einzelnen Lebensbereich mit dieser Energie öffnen. Besonders wenn du beachtest die Tageshoroskopen. Und das vermittle ich hier auch, die indischen Tageshoroskopen. Dann weißt du ganz genau, welchen Planet oder Sonne und Mond, welche Tierkreiszeichen ist, dann kannst du das einordnen, weil dann wirkt auf den einzelnen Lebensbereichen. Also hier haben wir mal das geordnet. Dieser Aszendent ist dein Geburtsmoment. Und die Tierkreiszeichen Löwe begleitet dich bis zu deinem Lebensende, weil du bist ein Kind davon. Aber dein Leben bleibt nicht stehen, sondern du machst auch Lebensschritte. Das sind die Perioden im Leben, die 7-Jahren-Periode. Jede 7 Jahre haben wir einen anderen Boden und das sind die Einflüsse von außen, wo wir anpassen sollen oder wir lernen etwas Neues. Du befindest dich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Also du bewegst dich gerade in diesem Boden noch 2 Jahre lang. Dann endet sich die Periode und 2020 beginnt dann die Widderperiode. Also 2 Jahre lang bist du in Tierkreiszeichen Fischen,
bewegst du dich in diesem Boden. Weil so machen wir unsere Lebensschritte. Und mit deinem Lebensalter hast du die Tierkreiszeichen Fischen erreicht. Was du beachten sollst in den kommenden 2 Jahren, das ist die Fischenenergie, weil das hat momentan einen Einfluss auf dein Leben. Unterstützt dich auch. Die Tierkreiszeichen Fischen besteht aus 2 Fischen. Astronomisch ist die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Hier sieht man auch die 2 Fische und hier steht Alpherd und verbindet die beiden miteinander. Und sie schwimmen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle. Und so kannst du das vorstellen, die Fische schwimmen im Meer. Es gibt die eine Richtung und das ist die Angst. Wenn ein Fisch sagen würde, oh, ich habe Angst von Schwimmen und ich warte auf die Rettungsboot. Und diese ständige Angst, weil hohe Wellen kommen, macht die Richtung unbeweglich, es entstehen Blockaden. Die andere Richtung ist die Fischengeborenen, die sagen, was kann da passieren? Ich kann schwimmen, das ist mein Element, ich brauche kein Rettungsboot, überhaupt nicht. Ich weiß, ich komme in Ufer an, ich kann schwimmen, angstfrei. Und dieser Wasserelement und die Neptunenergie, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen, die Neptunenergie zeigt die Träume und die Visionen. Und hier ist der Reichtum verborgen, natürlich in die richtige Richtung. Und das bedeutet, eine Vision zu haben, eine Vorstellung zu haben, was möchtest du erreichen in dein Leben und dann das in Besitz nehmen. Dann bist du bei Stierenergie. Ob das beruflich ist oder in die liebe Partnerschaft oder die Finanzen, du brauchst eine Vorstellung davon. Und setzt du als Ziel und lenk da Energie. Das bedeutet, pfleg diesen Traum wie ein Tagestraum oder wie eine meditative Haltung. Es genügt, jeden Tag 5 Minuten mit diesem Traum zu beschäftigen. In dem Moment lenkst du die Energie und es realisiert sich. Es manifestiert sich dieser Traum. Und wenn du das vertraust und daran glaubst, dann wird das auch Realität. Und das ist die ganze Geheimnis, die Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist die Transformation, liegt auch bei dir im 8. Lebensbereich, wo du lernst, die Kräfte transformieren. Das sind die Veränderungen im Leben. Und wenn du diese Vision hast, dieser Traum, und du lebst es, weil du dafür Zeit nimmst und meditierst darüber, stellst es vor, setzt es als Ziel, du glaubst daran, du vertraust auch daran, dann aber loslassen, geschehen lassen. Und dieses Vertrauen bleiben, das kommt im Fluss. In dem Moment bewegt sich alles in deine Richtung. 2020 verlässt du die Fischenphase und übergehst im Widder. Und das ist Neuanfang, Neubeginn. Entweder berufliche Umbrüche, Veränderungen, es ändert sich vieles, du wirst vieles Neues starten in dieser Zeit. Und in dieser Widderperiode zeigst du Kraft und Mut. Jetzt zurück zu deinem Aszendent. Das ist Löwe. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne symbolisiert dein Selbst.
Und die Sonne steht im Zentrum unserem Sonnensystem. Und die Löwegeborenen setzen sich auch in die Zentrum, im Mittelpunkt. Du bist nicht in Tierkreiszeichen Löwe geboren, aber gehört zu deiner Persönlichkeit. Also nicht verstecken, nicht weglaufen, sondern dich selbst in den Mittelpunkt stellen. Weil andere sehen dich sowieso so. Weil das ist die Wahrnehmung von anderen Menschen. Sie sehen an dir diese Löwe-Energie. Und das ist auch die Glanz. Was noch wichtig ist bei den Löwen, dass die Tierkreiszeichen Löwe und Sonne ist astromedizinisch zugeordnet zu unserem Herz. Und unserem Herz, so nenne ich das immer wieder, ist eine Schatztruhe. Und diese Schatztruhe sollen wir mal öffnen. Mal nachdenken, was da alles drin ist. Und es ist alles in unserem Herzen geschrieben, was wir lieben, wovon wir begeistert sind. Das kann Berufung sein, das kann Hobby sein, das kann Kinder sein, Familie, Natur, Kunst, Kreativität, Sport, natürlich auch die Liebe, Partnerschaft. Und wenn wir das zulassen, dass wir das leben, dann haben wir ein erfülltes, glückliches Leben. Nicht nur die Löwe und die Sonnenenergie zeigt dir, wie wichtig das ist, sondern auch den Mondhaus. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Das heißt, diese 12 Lebensbereiche, was eigentlich die 12 Tierkreiszeichen ist, ist noch zum kleineren Abschnitte zugeordnet. Das sind die Mondhäuser. Und hier bei deinem Aszendent, was dein Geburtsmoment symbolisiert, steht Makha. Also Makha, dieses Mondhaus, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Über Makha herrscht Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, wurde seit Jahrhunderten und Jahrtausenden verehrt als Stern der Könige und Herrscher. Und wenn Regulus auf dein Aussehen, auf dein Auftreten beeinflusst, dann heißt es, leb deine Persönlichkeit und sorg auf einen königlichen, stolzen Haltung. Weil das ist dein Natur entsprechend. Regulus befindet sich, dieser Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist die Herz der Löwe. Sind wir wieder bei Herz. Dann ist eine interessante Verbindung. Sonne und Mond befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, du bist ein paar Stunden nach exakten Neumond geboren. Neumond bedeutet für dich etwas. Das ist deine Energie. Bei Neumond ist Mond unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond bekommt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, sich treffen in ein Tierkreiszeichen, so wie in dein Geburtshoroskop beide in Tierkreiszeichen Krebs, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Also für uns, für unsere Wahrnehmung, ist Mond unsichtbar. In chinesischen Astrologie heißt es, das ist der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin und sie ziehen mal zurück und es geht uns nichts an, wenn die beiden mal intim sind. Und das ist ihren Geheimnissen. Also das ist sehr geheimnisvoll. Ein Neumond eignet sich dafür,
nach innen schauen und die Licht, die Klarheit, die Orientierung in unserem Inneren suchen, aber auch finden. Und das bedeutet, dass Sonne und Mond befindet sich hier, dieser Neumond, im 12. Lebensbereich. Hier handelt es sich um karmische Themen und Geheimnisse. Ich erkläre, warum. Ich erkläre dann gleich, warum ist es so geheimnisvoll. Nicht nur Sonne und Mond ist hier, sondern auch Mars, der Mann. Das kannst du so vorstellen. Das ist dein Geburtsmoment. In diesem Augenblick bist du geboren. Und die Tierkreiszeichen Löwe ist in diesem Augenblick in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Die obere Teil des Horoskopes ist der Tag, der untere Teil ist der Nacht. Also hier wie ein Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Löwe. Und du als Neugeborenen erblickst den Licht. Dein erster Atemzug. Jetzt ist die Frage, was passierte halbe Stunde vorher? Vor deiner Geburt. Halbe Stunde vorher war Sonnenaufgang, Mond war auch in Verbindung zum Sonne und Mars ist auch aufgestiegen in Osthorizont. Sie haben halbe Stunde vorher den Tageslicht erblickt. Aber du warst noch im Mutterleib. Sonne, Mond, Mars steht ganz nah zu deiner Geburt und flüstert dir die Geheimnisse des Lebens. Und auch karmischen Themen, sehr, sehr geheimnisvoll. Was dich auch interessiert, die Geheimnisse. Und wirkt auf dich, auf dein Wesen, auf deine seelischen Ebenen. Und diese Nähe verbindet dich zu dieser Energie. Sonne und Mond symbolisiert auch Vater und Mutter und Mars natürlich der Mann, dein Seelenpartner. So weit, so gut. Es ist eine wunderbare Energie, weil das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Und so wirkst du auch geheimnisvoll. Besonders bei Krebs. Die Krebs nimmt die Welt mit Gefühlen wahr und hat dieses Feingefühl, dieses Gespür zum haben, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln und wann ist die Zeit eher zurückziehen. Und darauf kannst du dich verlassen. Aber die Krebs braucht ein Zuhause. Und das ist nicht nur die wohnliche Situation, diese familiäre, sondern auch ein inneren Zuhause. Ich könnte sagen, ein inneren Tempel. Und wenn du das findest und kannst du die Neumondtagen dazu nutzen, nach innen schauen, meditieren und um dein inneren Zuhause, dein inneren Tempel kümmern, dann hast du den Zugang zu deiner Seele. In dem Moment stehst du nicht nur zu dir selbst in Verbindung zu dieser Quelle, sondern in göttlichen Verbindung. Diese Energie, was hier ist, wunderbar, es hat aber ein einziger Nachteil. Es steht in Schattenseite im Leben und so fühlt sich das an. Und Sonne, Mond natürlich beeinflusst dein Schicksalsweg. Das sind wichtige. Sonne symbolisiert dein Selbst, Mond symbolisiert deinen Gefühlen und dieser Mann ist auch wichtig in dein Leben, die Liebe, Partnerschaft. Und das fühlt sich so an,
wenn das noch gar nicht geboren wäre. Also hier brauchst du eine neue Geburt, eine neue Identität. Abgesehen davon, dass für dich ist nicht einfach, wenn du übersehen wirst oder in die Schattenseite geschoben wirst, weil ein Löwe verträgt das nicht. Und das ist deine Persönlichkeit. Und da hast du diese inneren entweder Zweifel oder inneren Spannung. Aber wenn du das verstehst und vorteilhaft nützt, das macht dich geheimnisvoll. Diese drei, die zwei Lichter, Sonne und Mond und dazu Mars als Planet, die drei, steht in ein Mondhaus. Und diese Mondhaus heißt Ashlesha. Und diese Ashlesha bedeutet, als Mondhaus, also erstmal die Übersetzung, übersetzt heißt das umarmen, umklammern, enge Kontakt zu haben. Du hast zu alle drei ein enge Kontakt. Und dieser Mondhaus Ashlesha hat ein Symbol. Jeder Mondhaus hat ein Symbol. Und hier ist das Symbol eine Schlange. Diese Schlange ist nichts Negatives. Das zeigt die Wandlung. Die Wandlung, das ist die Schlangenenergie. Und das ist nichts anderes als die Kundalini-Energie. Es gibt zwei Richtungen. Eine Richtung, was alles nach unten zieht und blockiert, das ist die Angst, Zweifel, Schuldgefühl. All diese Gefühle blockieren uns. Natürlich hier ist auch die psychische Ursache dann auch für Erkrankungen. Also ist sehr, sehr wirklich, sehr, sehr wichtig, wegen Gesundheit auch, von Ängsten zu befreien. Und diese Ashlesha, diese Mondhaus, bedeutet noch nicht nur diese Kundalini-Energie, sondern zeigt auch geheimnisvoll, Schlange ist sehr geheimnisvoll. Und diese Mondhaus heißt noch Trennung, Vereinigung. Trennung, Vereinigung. Und da kommst du zu deiner Energie. Und das befreit dich auch. Wovon sollst du trennen? All das, was dich bedrückt und belastet, das ist mal die erste. Dann sollst du von Angst, Zweifel, Schuldgefühl auch trennen. Das ist mal die zweite. Dann trennen von falschen Gewohnheiten und trennen von falschen Leuten und trennen von Gegenständen, was immer im Weg steht. Oder eine berufliche Situation verändern, weil das belastet. Oder eine Partnerschaft, was auch unglücklich verläuft. Wie auch immer, alles, was nicht zu dir gehört, trenne davon. Dann ist der Weg frei. Und fühlst du wie ein Neugeburt, kommst in andere Richtung, die andere Schlangenenergie, was alles nach oben bringt. Das ist die Liebe, die Begeisterung, die Hingabe, die Dankbarkeit, diese schöpferische Energie. Und es wirkt Wunder. Das ist nur eine Wandlung, Transformation. Ich könnte sagen, alchemistischen Prozesse. Und das, was dieses Mondhaus hier dir flüstert. Merkur befindet sich hier im Tierkreiszeichen Löwe und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Merkur steht für Jugend. Und das heißt, du wirst immer bis zu deinem Lebensende eine jugendliche Aussehen, Ausstrahlung genießen. Merkur ist auch die Handlungen und Kommunikation. Du strahlst etwas aus mit dieser Merkur-Energie, dass du die Menschen anziehst, wo gerne mit dir unterhalten, weil du unterhaltsam bist. Und liebst du natürlich auch Entdeckungen, Reisen, auch diese
Neugier, diese gesunde Neugier ist in deiner Persönlichkeit. Merkur befindet sich im selben Mondhaus wie dein Aszendent Makha und wird von Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern und hat mit deinem Herz auch was zu tun. Kommuniziere mit deinem Herz, steh in Verbindung und mach das lebendig. Jupiter zeigt unserem inneren Größe. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Natürlich neigt dazu etwas vermehren und vergrößern, aber Jupiter ist auch die innere Sonne und das zeigt unserem inneren Größe. Das sind unsere Werte auch. Wenn wir damit bewusst sind, mit unseren Werten, mit unseren Größen, dann bringt Jupiter Glück in unserem Leben. Bei Jupiter-Energie handelt es sich auch um Gerechtigkeit, auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, auch die Gerechtigkeit sind. Die Jupiter-Energie befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, aber im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Exakt im Grenzbereich. Das heißt, Jupiter wirkt auf beiden Bereichen. Erstmal auf dein Selbstwertgefühl und dein Finanzen. Das heißt, wenn du mit deinen Größe, mit deinen Werten bewusst bist, Jupiter bringt dir Glück in Finanzen. Jupiter wirkt auch im dritten Lebensbereich, wo um Verbindungen geht, Handlungen. Da hast du auch eine gute Spürnase dazu, Geschäfte zu machen. Vor allem Stier steht ganz oben in deinen Berufen, hat auch mit Geld was zu tun. Jupiter begünstigt das auch. Und hier, die dritten Lebensbereich, sind auch Handlungen. Aber nicht nur das, sondern Austausch, Kontakte, Verbindungen. Und Jupiter vermehrt das. Es kann sogar sein, dass das so viele Kontakte auf dich kommen, besonders weil Merkur steht zu deiner Persönlichkeit, also diese Kommunikation, das strahlst du aus und natürlich die Menschen kommen gerne auf dich zu und kommunizieren mit dir und Jupiter vergrößert, das dehnt sich aus, diese Kontakte, dass manchmal für dich das zu viel ist. Zu viel von dem Guten und brauchst die Ruhe und mit diesem Sonne, Mond und Mars Energie im Krebs ziehst du dich zurück. Weil es gibt Momente in deinem Leben, wo das alles zu viel ist. Du genießt es auch, du liebst es auch, aber wenn das zu viel ist, verlierst du Kraft und brauchst den Rückzug und genieße das auch, weil das gibt dir den Ausgleich. Sonne, Mond, Mars im Krebs und hier im Verborgenen. Also dieser Rückzug brauchst du immer wieder in dein Leben. Und dann kommst du wieder zu deiner Kraft. Jupiter befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Chitra. Und hier ist der Balancepunkt. Und das ist das Gleichgewicht. Du brauchst dieses innere Gleichgewicht. Nicht zu viel von diesem Rückzug und Ruhe. Und auch nicht zu viel von der Bewegung. Sonst verlierst du den inneren Gleichgewicht. Das muss 50-50% sein. Läuft alles wunderbar. Hast du den inneren Gleichgewicht und innere Harmonie. In diesem Mondhaus Chitra wird Speaker, dieser Mondhaus wird von Speaker bestrahlt. Speaker wurde bei Römer verehrt. Speaker ist die Weizenehre der Jungfrau,
aber befindet sich im Grenzbereich, wirkt auf Jungfrau, wirkt aber auch für Waage und zeigt diesen Balancepunkt. Und das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Ein geheimes Tor für die feinstoffliche Energie. Übersetzt heißt dieses Mondhaus hell leuchtend, klar und sichtbar und unterstützt die künstlerischen Begabungen. Venus ist die weibliche Energie. Venus bedeutet Liebe, aber auch Harmonie, Schönheit, Kreativität, Frieden und natürlich die Weiblichkeit. Und diese weibliche Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Die Glanz gibt dir die Löwe, die Bescheidenheit gibt dir die Jungfrau. Du hast von beiden, weil wenn ein Planet im Grenzbereich ist, heißt das, man kennt sich von beiden Seiten aus. Also dieser Glanz von Löwe und Bescheidenheit von Jungfrau. Und das bedeutet auch, du bist eine schöne, gepflegte Frau und rein. Das ist dann die Jungfrau-Energie. Dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna. Venus befindet sich in dem Mondhaus Uttarapalguna und das bedeutet Ernte, reife, schöpferische Kraft, Weisheit und Erfüllung. Das heißt, deine Wünsche, was die Liebe betrifft, kommt zu Erfüllung, weil hier verspricht diese Venus-Energie Ernte. Also das trägt Früchte. Saturn ist der Planet der Schicksal und der Planet der Karma. Und Saturn belehrt uns. Saturn befindet sich in dein Horoskop, in Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, deine Lernaufgabe ist Widder. Mutig zu sein, Kraft zu zeigen, dich durchsetzen und auch mal wagen etwas Neues. Hier ist die Feuerelement und das ist aktiv und das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein zu etwas, zeigt auch Leidenschaft und auch die Mut zu haben, etwas Neues zu beginnen. Und nicht lange zögern, sondern spontan handeln, das ist wieder Energie. Und bedeutet auch Neuanfang, bedeutet auch Durchsetzung, Kraft. Saturn befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Kritika und wird von Plejaden bestrahlt. Die Plejaden sind die Töchter von Atlas. Und das sind sieben Geschwister. Und diese sieben Geschwister, die weinen. Gut, ihren Bruder ist gestorben, also das ist auch die Trauer, aber diese Tränen kann auch die Freudesträne sein. Und hier, genau in diesem Bereich, zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier, in diesem Grenzbereich, befindet sich die goldenen Tor, die Ekliptik. Und das erzählt wunderschön Frau Holle, diese Märchen Frau Holle. Hier entscheiden wir uns, sind wir die Verlierer im Leben, da haben wir die Tränen, die Traurigkeit, oder sind wir die Gewinner im Leben, dann haben wir die Freundestränen. Hier regnet, das sind die Regengeschwister, die sieben Plejaden, die Plejaden, diese sieben Sterne, diese sieben Geschwister sind die Regengeschwister
Und hier bei diesem Tor, diesem goldenen Tor der Ekliptik, ist die Frage, was regnet? Sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Woran liegt es an unserer Einstellung? Sind wir optimistisch oder pessimistisch? Wir bestimmen mit unserer Einstellung die Richtung. Und das ist deine Lernaufgabe hier in diesem Bereich. Erzählt dieser Kritiker, dieser Mondhaus, sei im Vertrauen, sei optimistisch und wag auch mal etwas Neues. Dieser Kritiker bedeutet auch Sinnlichkeit, Stolz, Kreativität, Tapferkeit. Das sollst du diese Eigenschaften aneignen, vermittelt dir der große Lehrmeister Saturn. Ich wiederhole das: Sinnlichkeit, Stolz, Kreativität und Tapferkeit. Jetzt kommen wir zum karmischen Themen. Ich habe Anfang erklärt, dass unsere Seele unsterblich ist und macht eine Seelereise, solange bis wir karmische Themen haben. Und wenn das so ist, bedeutet, wir haben auch eine oder sogar mehreren früheren Leben. Die Seele weiß das alles, die Seele erinnert sich daran. Das ist in uns drin. Natürlich ist es gut, wenn wir meditieren und einen Zugang haben zu unserer Seele und vertrauen unserer inneren Stimme, unserem gesunden Bauchgefühl. Und all das, was in früheren Leben passierte, wird astrologisch zugeordnet zu einem bestimmten Tierkreiszeichen. Und das ist die Tierkreiszeichen, wo man sich auskennt und vertraut, weil da kann nichts passieren. Das hat man oft gemacht, das ist einfach dieses Vertrauen da. Die guten Eigenschaften sollen wir bewahren, weil da sind Talente und Fähigkeiten, da sind Schätze drin. Aber unsere Seele wählt ein neues Weg, ein neuer Schicksalsweg. Und wir gehen in eine andere Richtung, weil die Seele braucht es. Deine alten Erinnerungen. Und das zeigt die absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie heißt das Ketu. Das ist die Drachenschwanz. Das ist in Tierkreiszeichen Löwe. Da kennst du dich aus. Das sind Erinnerungen, karmische Erinnerungen und steht in Mondhaus Makha und wird von Regulus bestrahlt. Das ist eine königliche Aussehen, Auftreten. Es ist sogar gar nichts zum Ausschließen, dass du in früheren Leben eine Königin warst. Das ist die alten karmischen Erinnerungen. Dein neuer Schicksalsweg, das, was deine Seele ausgesucht hat, diesen Weg, das ist die aufsteigende Mondknoten, in indischen Astrologie nennt man das Drachenkopf oder Rahu, ist hier in Tierkreiszeichen Wassermann und öffnet den Tor zum Partnerschaft. Da ist dein Seelenpartner. Deine Seele hat diesen Weg ausgesucht, mit deinem Seelenpartner zusammen zu sein. Und dieser Mondknoten, dieser Rahu, befindet sich hier und öffnet den Tor zum Partnerschaft. Dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Und dieser Shatabisha bedeutet übersetzt 100 Ängste und 100 Glück. Solange bis du Angst hast von dieser Liebe, blockiert es. Wenn du die Angst überwinden hast, dann kommt die 100 Glück. Wieder Transformation, Angst loslassen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Sorgt dafür, dass wir außergewöhnliche Begegnungen haben, Überraschungen, ungewöhnlichen Lebenssituationen.
befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im Bereich die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und Uranus befindet sich ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Hashta. Übersetzt heißt es Hand und Handlungen. Und dieses Mondhaus, wo Uranus ist und bringt Veränderungen in deinen Finanzen, wird von Windermeatrix bestrahlt. Windermeatrix wurde bei Römer verehrt, auch bei Griechen, und die ist die Weinleserin und steht mit enger Verbindung zum Dionysos. Ich zeige dir Dionysos. Dionysos ist der Weingott. Und das ist nicht nur Wein, sondern auch die Lebensfreude, die Fest, die Fröhlichkeit. Und Windermeatrix ist die Weinleserin und zeigt, es trägt Früchte. Geduld aber, das trägt Früchte. Und Windermeatrix zeigt die Lebensfreude, die Fest, die Verbindungen, auch diese Tanz, Musik, Fröhlichkeit. Das ist die Energie der Fröhlichkeit. Wenn du bei deinen Handlungen diese Fröhlichkeit verspürst, und hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung und Finanzen, also nicht mit Strenge, sondern mit dieser Leichtigkeit, Uranus wird dafür sorgen, dass in deinen Finanzen Veränderungen kommen. Neptun ist rückläufig in dein Geburtshoroskop und diese Rückläufigkeit bedeutet karmische Themen. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben, es ist sehr, sehr geheimnisvoll. Neptun ist die Kreativität, die Intuition und Inspiration. Alle Künstler brauchen Neptun-Energie. Neptun beeinflusst unsere Traumwelt, unsere Träume. Aber ein Traum kann manchmal Albtraum werden. Und dann kommen die Enttäuschungen. Dieser rückläufige Neptun zeigt, entweder sind karmische Erinnerungen, dass du in früheren Leben oft enttäuscht warst, oder zeigt deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Kreativität und das sollst du leben. Diese Neptun-Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, hier im Basis, im Fundament. Und auf dieses Fundament kannst du bauen. Das ist die Basis. Das gibt dir die Halt, die Sicherheit und Stabilität. Und dieser rückläufige Neptun lässt dich erinnern an dein früheres Leben. Lass dich nicht enttäuschen, aber vertrau dein Intuition, dein Inspiration. Neptun befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Anuradha und das bedeutet Wandlung, Transformation. Anuradha, dieser Stern, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion im oberhalb von den Augen und genau da, wo die indischen Astrologen dann zuordnen zum dritten Augen und das ist Spiritualität und Hellsichtigkeit. Dieses Mondhaus wird von Akrab bestrahlt und diese Akrab bringt Glück im Leben und die indischen Astrologen beschreiben, wer jemand von Akrab bestrahlt ist, das ist wie in eine Elefanten reiten und die Elefant war verehrt. Heutzutage könnten wir sagen, der hat Glück, fährt mit Porsche. Also das ist ein glücksbringenden Stern und das ist dein Wandlung, wenn du deine Träume vertraust. Pluto.
Pluto gibt die inneren Kraft. Pluto herrscht, vielleicht so kann ich besser erklären. Pluto herrscht über die Todesreich. Es ist nicht um die Todesfall, es handelt sich nicht nur um Todesfall, sondern Pluto zeigt, es ist wichtig, dass alles abstirbt, alles was Kraft raubt. So kann Pluto konzentriert in inneren Kraft bleiben. Und Pluto ist die Energie, was alles im Leben hält, aber sehr konzentrierte Kraft. Pluto kann nicht erlauben, dass etwas oder jemand diese Kraft raubt. Und diese inneren Stärke zeigt uns, und auch wie wichtig das ist, von Sachen verabschieden, von Kontakten verabschieden, von Gewohnheiten verabschieden und auch von Angst zu verabschieden, all das, was uns belastet, was uns Energie raubt. Und so bleiben wir in unserem inneren Kraft, und mit diesem inneren Kraft können wir alles bewältigen im Leben. Pluto wird zugeordnet zum Sexualorganen und zeigt auch Sexualität. Und diese Pluto-Energie befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Jungfrau. Also zum Jungfrau zugeordnet. Es ist wichtig, hier im zweiten Lebensbereich auf dein Selbstwertgefühl achten, weil das gibt dir die inneren Kraft. Aber wenn Pluto zum Sexualität zugeordnet ist, und so ist es auch, das ist die Kraft, was alles im Leben erhält, ist auch die Kraft, die Jahreszeiten, diese Wandlung, die Jahreszeiten, macht alles lebendig, erneuert unsere Zellen. Wenn wir Tiefschlaf haben, da haben wir auch in die Pluto-Energie. Und die Körper braucht auch diesen Tiefschlaf. Und so sorgt dafür, dass das Leben erhalten bleibt. Und dazu ist die Intimität ist auch wichtig, weil dadurch wird ein Kind geboren. Also steht für Sexualität. Aber im Jungfrau ist es sehr schwierig, diese Sexualität zu leben, weil die Jungfrau ist sehr zurückhaltend und rein. Und hier brauchst du die Einklang. Die Einklang, das auch wahrzunehmen, dass es auch wichtig ist. Und auch deine Bedürfnisse, dass die Sexualität in diesem Rahmen passiert, die Reinheit, eine reine göttliche Liebe, das, was deine Seele auch braucht. Und hier im Jungfrau. Chiron zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Chiron befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Widder, wo auch deine Lernaufgabe besteht. Und in 2 Jahren bewegst du dich in diesem Lebensbereich, in Tierkreiszeichen wieder, zeigt, wo weh tut, wo du Heilung brauchst. Erstens, die wieder Energie fehlt, die Mut und Kraft, kann auch bedeuten, dass dich immer wieder Menschen verletzen und du kannst dich nicht wehren, du traust es nicht zu und dann verlässt du dich selbst. Aber kann auch Auslandskontakte auch sein. Welche Verbindungen hast du? Merkur ist im Aszendent, das gehört zu deiner Persönlichkeit. Sonne, Mond, Mars stehen in Konjunktion, wirken zusammen. Das ist natürlich Mutter, Vater, und bei Mars-Energie ist der Mann. Es könnte sein, dass deine Kindheit eine Rolle spielt in deiner Partnerschaft oder unbewusst suchst du die gleiche,
gleiche Typ vom Mann, so wie dein Vater ist, oder wenn das keine schönen Erinnerungen sind, vielleicht suchst du die Gegenteil, ist auch oft passiert sowas. Mond steht in Spannung zum Saturn. Mond und Saturn sind in Verbindung im Horoskop und entsteht eine gewisse Spannung. Mond symbolisiert dein Gefühlen und Saturn zeigt, nimm das auch ernst, deinen Gefühlen, und leb dein Leben nach deinem Gefühl. Handel intuitiv. Du musst von nichts verzichten in dein Leben. Natürlich kann das auch Mutterthemen sein. Jupiter steht in Verbindung zum Venus und das ist eine schöne Verbindung und Jupiter bringt Glück in dein Liebesleben. Jeder Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und schauen wir nochmal an, wir haben schon die Mondhäuser betrachtet, so wie die indische Astrologie das auch kennt. Aber es gibt noch Sterne, die diesem Tor zu den einzelnen Lebensbereichen bestrahlt. Dein Aszendent, und das ist deine Persönlichkeit, dein Geburtsmoment, wird von Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern, das habe ich schon erwähnt. Der zweite Lebensbereich, das ist Werte, Wertschätzung, Finanzen, wird von Windermeatrix bestrahlt. Das ist die Weinleserin und das steht in Verbindung zu Dionysos, die Weingott. Das ist die Lebensfreude. Der dritte Lebensbereich wird von Arcturus bestrahlt. Dieser Stern Arcturus befindet sich bei Bärenhüter. Dieser Bärenhüter hütet die große Bär und kleinen Bär. Und in arabischen Astrologie wurde gesagt, oder wird das so übersetzt, Wächter der Himmel. Und das kannst du natürlich auch bewachen, deine vertrauten Umgebung. Da bekommst du die Schutz und Unterstützung, wie ein Bärenhüter. Oder Schulungen oder Internet. Das sind die Verbindungen. Was du auch vertraust, bekommst du diesen Schutz. Die vierte Lebensbereich, und das hat mit deiner Wohnsituation auch etwas zu tun, wird von Schlangenträger bestrahlt. Hier ist der Schlangenträger Asklepios. Wer ist dieser Schlangenträger? Asklepios ist der himmlische Arzt, steht auch hier Heilung. Asklepios ist der himmlische Arzt. Dazu erzähle ich die Geschichte, weil das beeinflusst diese Energie, deine Wohnsituation und sollst drauf achten. Es gab ein Kind, der Sohn von einem König. Und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios, dieser himmlische Arzt, musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen, heißt auch Schlangenträger. Das ist ein Sternbild im Himmel, so heißt dieses Sternbild. Also dieser Asklepios musste das Kind heilen, kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte die Gift in sich, der andere Schlange die Heilkräuter. Zum Glück hat Asklepios mit Heilkräuter das Kind das Leben gerettet. Und diese Geschichte erzählt etwas Wichtiges. Die eine Schlange mit Gift bedeutet Lügen. Der andere Schlange mit Heilkräuter bedeutet die Wahrheit. Eine Lüge kommt honigsüß. Und wenn wir auch in dieser Honigtopf fallen, wie dieses Kind, heißt es, wir sind naiv, wie ein Kind, glauben alles.
was uns erzählt wird. Wir glauben sogar die Lügen. Und sei hier vorsichtig, und das zeigt auch dieser rückläufige Neptun. Entweder trifft deine Wohnsituation oder Menschen, die dich besuchen zu Hause, und versucht dich klug und entscheiden, also kluge Entscheidungen treffen und immer überlegen, ist das die Schlange mit dem Gift, also eine Lüge, und eine Lüge kommt honigsüß, oder ist das die Wahrheit? Und dann bringst du das alles in Ordnung. Bedeutet aber auch Asklepios für dich, dass du Heilenergie hast. Und hier deine Lernaufgabe, Saturn-Lernaufgabe Chiron, diese Heilenergie in dir zum Entdecken, das könnte für dich ein Studium sein, hier im 9. Lebensbereich. Chiron war der große Lehrer von Asklepios. Also er hat ihn belehrt zu dem Heilkunst. Die 5. Lebensbereich öffnet sich mit Polis und das bedeutet Erfolg. Und was sie es, dieser Stern bestrahlt auch und zeigt, bring das in Gestalt. Also hier hast du Glück und bring das in Form. Das kann natürlich deine eigenen Kinder auch bedeuten, dass du da Glück hast, bedeutet aber auch deine schöpferische Kraft. Die 6. Lebensbereich öffnet sich diese Tor mit Tierkreiszeichen Steinbock und wird von Armus bestrahlt. Dieser Stern Armus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und das ist die Schulter des Steinbocks. Und das bedeutet, was dir nicht passt im Arbeitsplatz, zeig kalte Schulter. Bedeutet auch, dass du brauchst die Unterstützung, eine starke Schulter, wo du anlehnen kannst. Der 7. Lebensbereich, was öffnet sich zum Tor, zum Partnerschaft, wird von Skat bestrahlt. Und dieser Stern Skat heißt übersetzt Wunsch. Wünsch dir das. Die 8. Lebensbereich wird von Pegasus bestrahlt. Hier ist Pegasus und bestrahlt diesen Bereich, die 8. Lebensbereich. Pegasus symbolisiert von Angst zu befreien, eine geflügelten Pferd. Das ist die Geschichte von Andromeda und Perseus. Und das heißt auch von Ängste befreien. Die 9. Lebensbereich wird von Perseus bestrahlt. Und das ist die Wandlung. Und das hängt zusammen. Perseus, vielleicht setze ich das so, Perseus und Pegasus stehen in Verbindung. Dazu die Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia und diese Königin prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon schickte ein Seeungeheuer, ein Walfisch, im Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam an und dachte, ja, warum sollte ich das machen, was mir Poseidon befohlen hat, ich mag, was ich will. Und dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Und Andromeda hat Angst gehabt und die Nähe war Medusa. Medusa ist die furchterregende mit Schlangenhaaren. Und das bedeutet, wer jemand Medusa erblickt hat, hat wie Stein gefühlt, unbeweglich, mit voller Angst. Bis dann Perseus kam, hier ist Perseus, und befreite Andromeda von diesem Fessel und die beiden haben sich verliebt. Perseus und Andromeda haben sich verliebt.
Perseus hat von Angst befreit. Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren, geboren vom Mutterleib. Perseus hat Pegasus vom Mutterleib befreit. Pegasus, Mutter ist Medusa und sein Vater ist nichts anderes als Poseidon. Und Perseus befreite Pegasus. Das ist ein weißes Pferd mit Flügeln und diese Geschichte erzählt von Angst zu befreien. Und das ist für dich wichtige Wandlung. Hier ist diese Transformation. Der neunte Lebensbereich wirkt Andromeda, diese schöne Königstochter. Ganz oben in Spitze des Horoskopes wird von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran gehört auch zum königlichen Sternen. Wir haben vier königlichen Sternen. Regulus ist die eine, Aldebaran ist die zweite, wir haben noch zwei andere. Aldebaran ist der Wegweiser, zeigt den Weg. Wenn Aldebaran aufsteigt, ein ganz hell leuchtenden Stern im Himmel, zeigt den Weg, dann folgen die Plejaden, die sieben Geschwister. Aldebaran gilt als Wegweiser. Aldebaran befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und das ist die Auge des Stieres. Und das heißt, öffne dein Auge auf deine Ziele und auf deine Berufung, dann kennst du den Weg. Der elfte Lebensbereich öffnet sich mit Alhena. Hier im Bereich die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Alhena hat künstlerische Begabung. Übersetzt heißt das leuchtend und bedeutet ein Zeichen. Du bekommst im Freundeskreis immer ein Zeichen, fördert deine künstlerische Begabung, deine heilerische Fähigkeiten und zeigt auch die Erfolg hell leuchtend. Dieser geheimnisvolle Bereich öffnet sich mit einem Stern. Akubens heißt dieser Stern. Und das ist die Schere des Krebses und bedeutet übersetzt Zuflucht versteckt. Wenn du nichts zutraust in dein Leben, das ist immer der Rückzug deiner Rettung. Und dann machst du dich unsichtbar, so wie ein Neumond unsichtbar ist, fühlst du dabei dich nicht ganz wohl mit einem Löwe-Aszendent. Liebe Anaida, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.